Heute machen wir Minecraft Survival. Ich habe vorher noch nie wirklich Survival gespielt. Wenn ich es gespielt habe, das ist gute 5 bis 10 Jahre her und wir haben es ohne Monster gespielt, weil ich super, 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 super scared war. Ich habe keine Ahnung, aber wir fangen einfach mal an. Das kann ja nur gut enden und hoffe ich jedenfalls mal. Wie gesagt, die ganzen Essential-Sachen sind mir noch nicht geläufig. Ich weiß, dass wir jetzt erstmal einen Baum abholzen wollen, ja? Das ist mir klar. Das heißt, das machen wir jetzt. Ich habe natürlich noch keine Abbauwerkzeuge. Das ist ein bisschen schade. Bevor ich richtig anfange, ich meine, ich baue den Baum ja mehr oder weniger nur nebenbei ab, wollte ich erstmal vielen, vielen Dank sagen. Ich habe mein erstes Video im Prinzip, wenn ihr das seht, war es gestern, aber bei mir ist es gerade heute, hochgeladen und holy moly, vielen, vielen lieben Dank. Alle von euch waren so lieb und ich weiß nicht, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so viele liebe Kommentare kriege und ihr wart alle nur super, super freundlich und wolltet mir helfen und es war sehr, sehr schön zu lesen. Ich habe mich sehr gefreut, von daher, Dankeschön. Ich würde die andere Hälfte auch machen, aber meine Hand ist an der Maus. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt eine gute Basis an Holz abgeholzt. Bis auf den Stamm. Den Stamm holze ich immer als letztes ab, habe ich beschlossen, weil dann bin ich größer. Habe ich jedenfalls irgendwo mal gesehen, deswegen machen wir das jetzt auch so. Ich habe gelernt, mit E komme ich ins Crafting-Menü. Was heißt, ich habe gelernt? Flo hat mir gezeigt, mit E komme ich ins Crafting-Menü. Das heißt, wir haben hier schon mal einen soliden, wirklich soliden Start. Und dann wird hier als erste Heldentat so eine schicke Crafting-Table-Geschichte gebastelt, weil sonst habe ich, glaube ich, demnächst Probleme. Und dann baue ich mir jetzt erstmal ein kleines Haus. Ich weiß nicht genau, wo ich hier bin. Ich bin gerade erst auf die Welt gekommen. Also, quasi mit euch. Und ich bin mir nicht sicher, was der perfekte Platz für ein Haus ist. Aber ich würde sagen, hier ist es ziemlich cool. Wir haben Wasser, wir haben Wüste, wir haben Wald. Nee, ich glaube, das ist kein Wald. Das ist mehr so eine Art Dickicht, ich weiß auch nicht. Aber ich sage, hier ist es schön. Hier, an dem kleinen Teich. Hier baue ich mein Haus. Ich sag, hier finde ich das wieder. Wir bauen das aus ganz normalen Holzplanken. Oh, jetzt habe ich nicht mehr genug Holz. Okay. Dann neuer Plan. Ich brauche gar nicht so viel Holz hier, weil ich muss ja auch eine Tür bauen, richtig? Das heißt, oh warte, ich baue das aber lieber in die Richtung ab. Dann haben wir es schöner und optisch-ästhetischer Anspruch. Das heißt, hier kriege ich nochmal ein bisschen Holz raus. Aber hier steht auch direkt ein Baum. Das heißt, da werde ich auch nochmal einfach ein bisschen abholzen. Danach, wenn ich das Haus fertig habe, habe ich den Plan, Werkzeuge zu machen, weil ich gehört habe, damit ist Abholzen ein bisschen einfacher und dauert nicht so lange. Und ich meine, das ist alles, was wir machen wollen. Vielen, vielen Dank übrigens an alle, die gesagt haben, hey, du müsstest den Bild ein bisschen höher machen. Topf ist zwar zu leise, blablabla. Solche Sachen sind immer super, super interessant zu hören, weil ich das am liebsten so gut hätte, wie es irgendwie möglich ist. Und ich versuche es täglich zu verbessern. Es ist natürlich am Anfang noch nichts perfekt, aber ich versuche es so gut zu machen, wie ich nur irgendwie kann. Und genau, das ist der Masterplan. Das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal das Haus noch. Verdammt. Ich komme jetzt nicht hoch, oder? Nein, ich komme jetzt hier nicht hoch. Das ist gar nicht schlimm, weil das Haus ist ja quasi schon hoch genug. Und dann muss ich nur hier keinen Block hinsetzen. Das macht nichts. Das ist künstlerische Freiheit, da müsst ihr euch auch gar nicht wundern. Das ist ganz normal so, das soll so sein. Machen wir uns keine Gedanken. Wie ihr seht, habe ich übrigens neuerdings auch einen Greenscreen, um das Ganze noch ein bisschen schicker zu gestalten. Kriege ich... Oh mein Gott, ich bin so gut. Habt ihr das gesehen? Never mind! Ich wollte gerade damit angeben, wie gut ich im Springen Blöcke setzen kann, aber das war wohl nichts. Ich habe jetzt auch einen Greenscreen, damit das Ganze noch ein bisschen... Gott! Ein bisschen schöner aussieht und nicht so viel verdeckt wird von der Facecam. Und ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Es würde mich sehr interessieren. Ich baue mir jetzt erstmal mein Crafting Table hier rein. Ich glaube, das ist... ich baue hier nicht das Gras ab. Vielleicht mache ich das später noch. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die erste Heldentat. Mit E kommt man da scheinbar in den Crafting Table. Ah, nee. Mit E kommt man nur in mein normales Menü. Mit Rechtsklick kommt man scheinbar in den Crafting Table rein. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier auf jeden Fall noch eine Kiste.
Weil ich gehört habe, eine Kiste ist die Grundausstattung in jedem Haus. Deswegen bauen wir uns jetzt hier die Kiste hin. Ich habe zwar noch nicht wirklich viele Sachen, die ich in die Kiste tun kann, aber die Kiste kommt jetzt hier hin. Und dann mache ich mich nochmal, bevor es dunkel wird, auf den Weg und hole noch ein bisschen mehr Holz. Und hier ist ein großer Baum. Hier sind generell viele Bäume. Ich habe echt eine gute Stelle erwischt. Das ist super, super praktisch. Genau, dann bauen wir hier erstmal nochmal ein bisschen Holz ab, damit das Haus auch noch fertig wird, bevor die Nacht kommt und wir ein Bett bauen können. Weil, wenn ich kein Bett habe und die Zombies kommen und die Skelette und ich dann in der Nacht draußen bin und... nein. Das will ich nicht, das will ich nicht. Das wollt ihr wahrscheinlich auch nicht. Also gebe ich mir alle Mühe, dass ich es rechtzeitig fertig kriege. So, das sollte auch schon reichen tatsächlich. Ich brauche gar nicht so viel Holz. Ich habe jetzt ja... Man kriegt ja 4 Holz aus einem Holz. Also wisst ihr, was ich meine? Man kriegt 4 Planken aus einem, also aus einem Baumstammteil. Das ist super praktisch. Also wer auch immer sich das Spiel ausgedacht hat. Ich habe übrigens gerade rausgefunden, wie man rennt. Doppel W, ha? Hätte man sich denken können. Das ist super praktisch. Das Haus ist nicht wunderschön, aber das Haus hat alles, was man braucht. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das heißt, wir können hier auch... Wie baut man eine Tür? Baut man eine Tür mit 2 Sachen übereinander? Nein, da baut man einen Stock. Wir brauchen aber, glaube ich, ein paar Stöcke. Ich mache mal hier ein bisschen Holz rein. Upsi-Daisy. Ich glaube, so viele Stöcke brauche ich nicht. New Recipes unlocked. Check your recipe book. Das mache ich nachher. Ich baue jetzt erstmal hier mit dem hier. Richtig? Eine Tür. Ich sag einfach mal 6 in einer Reihe. Ja, 3 Türen kriegt man. Egal, 3 Türen, dann können wir ein größeres Haus bauen und haben mehrere Türen. Mehrere Türen heißt mehr Gewinn. Und dann wird das hier jetzt, das sind übrigens, falls ihr euch fragt, woher weißt du, wie man solche Sachen baut. Ich schätze ungefähr die Form und ich weiß ungefähr, was es an Grundmaterialien gibt. Ich habe einmal, als ich noch halbwegs jung war, ein bisschen Minecraft gespielt, wie gesagt, ohne Monster, ohne irgendwas. Und das ist auch schon Jahre her, deswegen erinnere ich mich wirklich nur noch an Sachen wie, so baut man die Tür, so baut man das Bett, so baut man den Ofen, so baut man den Stock, so baut man die Dings. Ich glaube, es gibt noch eine andere Sache. Ich glaube, zum Acker beflügen oder so ähnlich. Aber das brauchen wir jetzt eh noch nicht, deswegen mache ich das noch gar nicht. Wir brauchen trotzdem noch mehr Holz, weil so haben wir gar kein Dach. Und, ups, wie baut man denn die Tür? Wie baue ich denn die Tür? Hey. Ah, auf den Boden klicken. Alles klar. Genau, Acker brauche ich jetzt noch gar nicht, aber das ist gar nicht schlecht, weil wir haben hier Gras, das heißt, wir können, Entschuldigung, wir haben hier Wasser, das heißt, wir können hier ein bisschen Weizen anbauen. Mit der Tür sollte ich jetzt nicht unbedingt was abbauen, dafür haben wir uns ja gerade diese schöne, Axt, nicht die Pickaxe, die Axt, gecraftet. Huch, wieso ist denn das jetzt heller geworden, habt ihr das gesehen? Es wird schon langsam dunkel und ich habe noch kein Bett. Wir sind auf einem kritischen Pfad. Was brauche ich alles für ein Bett? Ich kann doch kein Bett nur aus Holz bauen, oder? Warte. Warte, warte, warte. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Ich gucke jetzt bei Crafting Recipes. Aber ich muss ja irgendwie hier ein Bett bauen können. Das kann ja nicht sein. Ich habe ein bisschen Angst vor den ganzen Zombie-Geschichten, wie gesagt. Früher immer ausgeschaltet. Was ist denn das? Stripped Oak Log. Huh. Okay, vielleicht kann ich den als Deko-Tisch benutzen oder so. Den stellen wir auf jeden Fall mal hin. Den behalte ich auf jeden Fall im Inventar. So, dann habe ich jetzt die Oak Plants, den Stick und jetzt? Wie baue ich denn jetzt ein Bett? Wo sind denn meine Rezepte? Wo kann ich das denn sehen? Was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier ein bisschen gefangen im Offenen. Ich habe wenigstens ein Schwert zum Kämpfen für den Fall, dass Zombies hier einbrechen. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Ich weiß nicht, ob Zombies hier einbrechen. Ich weiß auch nicht genau, wie man Licht macht. Ich weiß, dass es Fackeln gibt, aber wie mache ich Fackeln? Wie mache ich das? Wie funktioniert das? Wie mache ich denn Fackeln? Wie kann ich denn nicht getötet werden von Zombies? Ah! Okay. Puh, immer mit der Ruhe. Wir sind hier auf einem konzentrierten Pfad. Ich bin sicher, oder? Ich habe eine Tür. Die Tür ist gut, das Haus ist quasi fertig gebaut. Ich kann mich hier oben vielleicht hinstellen, dann kann ich ein bisschen gucken, ob irgendwas kommt. Ansonsten überlege ich gerade, ob ich einfach noch eine Schicht baue, damit die Zombies, falls welche kommen, auch wirklich nicht hier hochkommen, ja? Und dann... Ich will es noch nicht abbauen. Oh ja, genau, da haben wir es. Da haben wir den ersten Block. Guter Start, guter Start. Und wir arbeiten hier uns weiter vor, damit die wirklich auch nicht reinkommen, ja? Damit ich so eine Art Festung habe, die undurchdringbar ist. Und dann bin ich auch nicht in Gefahr. Und ich hoffe mal, das wird alles gut. Es ist super, super dunkel. Wie lange geht die Nacht in Minecraft? Ich bin sehr unsicher, wie ich hier verfahren muss. Ich würde gerne mal rausgehen. Wollt ihr gerne mal rausgehen und gucken? Ich meine, ich höre hier keine Geräusche. Ich nehme mal das Schwert in die Hand. So ist es nicht. Warte, kämpfen tue ich mit. Oh Gott, so habe ich die Tür aufgemacht. Egal, wir sind jetzt raus. Wir sind jetzt raus.
Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Seht ihr was? Okay, weil dann können wir gucken. Vielleicht finde ich ja irgendwas. Wolle! Wolle braucht man fürs Bett. Gibt es hier irgendwo Schafe? Ah! Ah, das ist nur. Okay. Das war nur der Sand. Das war nur der Sand. Man macht andere Fußstapfengeräusche auf dem Sand. Schafe. Schafe. Gibt es hier Schafe? Ich habe vorhin irgendwas mähen gehört. Ich glaube, das da hinten ist ein Schaf. Das könnte aber auch eine Kuh sein. Das sieht aus wie ein Schaf. Wie schert man denn das Schaf? Geht das mit der. Mit der Spitzhacke? Mit der Axt nicht. Vielleicht muss ich das Schaf töten. Also bin ich ganz ehrlich. Dann töte ich lieber das Schaf, als nachher keine Wolle zu haben. Richtig? Okay, ich habe jetzt eine Wolle. Das macht mich sehr nervös, wenn ich irgendwelche Geräusche höre. Okay, wir haben eine Wolle. Ich brauche ein zweites Schaf. Man braucht, glaube ich, nämlich zwei Wolle, weil ich glaube, es sind 6 Blöcke, die man braucht für ein Bett. Und dann sind die obersten 2 Wolle und die... Ich hoffe mal, man braucht keine 4 Blöcke Wolle. Es sind 2 Blöcke oder 4 Blöcke? Wo ist denn hier ein Schaf? Hallo? Oh, ich erschrecke mich jedes Mal. Oh mein Gott, da ist ein Zombie. Oh mein Gott, da kommt er auf mich zu. Hat er mich gesehen? Wird er auf mich zukommen? Kann ich mit ihm kämpfen? Soll ich mit ihm kämpfen? Können wir den Zombie bekämpfen? Okay, irgendwas schwimmt da noch im Wasser. Ich gehe mal lieber schnell wieder rein. Okay, vielleicht reicht uns ja die eine Wolle. Das ist jetzt bislang unbekannt. Das heißt, wir können hier mal optimistisch versuchen. Vielleicht aus irgendwas. Nee. Sieht ganz schlecht aus, leider. Das ist aber nicht schlimm. Wir sind hier in einem Prozess des Arbeitens. Ich weiß immer noch nicht, wie man aufs Recipebook zugreift. So scheinbar nicht. Escape is not the way. E is not the way. Wie kommt man denn auf das Recipebook? Da stand die ganze Zeit, check your Recipebook. Welches Recipebook? Aber was haben wir denn jetzt hier leckeres? Lammfleisch. Lecker, lecker. Für Lammfleischentdecker. Okay, ich gehe wieder raus. Komm, die Nacht... Ich kann jetzt nicht die ganze Nacht hier wach bleiben. Das heißt, entweder ich renne jetzt an den Zombies vorbei, finde ein Schaf, töte das Schaf, krieg die Wolle, oder ich kämpfe mit dem Zombie. Das sind die Zombies. Ah! Okay. Oder ich erschrecke mich. Wieso? Okay, das sind meine Geräusche. Das ist ganz normal. Auf dem Sand ist es schön hell. Das beruhigt mich irgendwie persönlich. Ich sehe hier keine Zombies weit und breit. Ich bin in Sicherheit, richtig? Hier sind nur Kakteen. Kakteen tun mir nichts. Da ist... Ah! Da ist eine Spinne, aber die ist ganz harmlos. Die tut mir auch nichts. Die hat nur... Geh weg von mir, Spinne! Die ist viel schneller als ich. Ich kann ja rennen. Okay, ab zurück, ab zurück, ab zurück. War eine schlechte Idee. Spinne? Ah, ich kann nicht rein. Okay. Die kommt hier nicht rein, oder? Kommt sie hier rein? Kommt die hier rein? Kann die hier hochklettern? Können die Spinnen hier hochklettern? Echte Spinnen könnten hochklettern. Okay. Wisst ihr was? Ich baue hier einfach... Ich bleib... Oh mein Gott. Diese Soundeffekte, die machen es auch nicht besser, ne? Gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Wir sind hier immer noch im Prozess des Hausversicherns. Absicherns. Die Spinne scheint sich jetzt vor meinem Haus eingenistet zu haben. Aber ich habe hier wieder einen Block, den ich bauen kann. Was war? Okay, ist die Spinne jetzt abgetrennt? Okay, ich weiß, hier vorne ist ein See. Ich frage mich, was die hier machen. Ich frage mich wirklich, was die hier machen. Ich bin... Okay. Ich bin mehr oder weniger gefangen jetzt in meinem Haus. Ich komme hier nicht wirklich raus. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe kein Bett, aber ich habe auch nicht den Mut, mich den Monstern zu stellen. Ich glaube, es sind mehrere. Ich sehe hier auf jeden Fall noch irgendwas blubbern. Nein, 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 nein. Warte! Was ist das überhaupt? Was soll denn das sein? Das sieht nicht aus wie ein normaler Zombie. Was ist denn das? Der ist ganz weiß und grün und ich habe das Gefühl, wenn ich ihn angucke, dann kommt er eher auf mich zu. Wait, was ist denn das? Wieso blubbert der so? Ist das normal? Blubbern die immer so? Das ist kein Zombie. Ich sag, okay, stopp. Das ist kein Zombie. Ich glaube, ich irre mich hier. Ich glaube, es handelt sich hier um irgendwas anderes. Und ich glaube, es bleibt nur eine Möglichkeit. Und zwar der offene Kampf. So. Du, mein Freund, hast mich nämlich lang genug geärgert. Ah! Dich. Folgendes Problem. Oh, hier ist ein Kleiner. Wir kämpfen mit dem Kleinen. Zuerst. Wir verlieren hier viele Herzen. Ah! Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Der Kleine ist schnell! Was?
gestorben? Wieso sind wir denn gerade gestorben? Was zur Hölle? Wir sind immer noch mitten in der Nacht. Ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Alles ist voller Gefahren. Was? Wieso ist Minecraft denn so ein furchtbar schwer? Die Spinne verfolgt mich. Sie ist viel zu schnell. Okay. Erste Erfolge. Wir haben ein Haus gebaut. Nicht so gute Erfolge. Wir sind gestorben. Die Frage, die ich mir jetzt hier stelle, ist: Ist das Haus noch da? Kann ich jetzt hier gucken, ob ich das Haus wiederfinde? Du verfolgst mich nicht. Du verfolgst mich auch nicht. Hier sind überall Monster. Sollten die nicht weggehen, wenn es Tag wird? Hier sind überall auch Creeper. Das Haus steht noch. Gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Das Haus steht noch. Hier ist der Baby wieder. Das Babyvieh. Oh, ich krieg mein ganzes Loot wieder. Okay. Hier ist ein Kleiner. Okay, der Kleine brennt. Ich brenne. Nein. Der Kleine ist furchtbar. Der Kleine ist gefährlich. Okay, ich greife anscheinend mit der linken Hand an. Mit der linken Maustaste. Ich bin schon wieder gestorben. Das passiert überhaupt nicht selten. Wir sind hier ganz normal. Ich bin neben meinem Haus gespawnt. Mein ganzes Loot müsste im Haus liegen. Und die Monster sind jetzt, glaube ich, weg. Wir haben hier mein Schwert. Wir haben hier... Okay. Langsam wird es mir hier zu bunt. Werden diese Monster jemals verschwinden, kann ich... So. Ich bin jetzt hier wieder in meinem Haus. Scheinbar bin ich in meinem Haus sicher. Wir haben hier verrückte neue Sachen gefunden. Wie zum Beispiel... Lass uns mal kurz nachgucken. Was haben wir denn hier? Rotten Flesh. Okay, das ist vielleicht gar nicht schlecht, ein bisschen was zu essen zu haben. Da ist unser Schaffleisch. Oh, eine Kartoffel. Wir können eine Kartoffelfarm anfangen. Was ist das hier? Weizensamen. Da ist unsere Axt. Da ist unsere Spitzhacke. Hier ist unser... Wir haben alles wieder. Gar kein Problem. Wir sind hier nur kurz gestorben. Da ist auch meine Wolle. Die kann ich bestimmt einfach wieder abbauen. Und genau, dann haben wir hier gar kein Problem. Ich traue mich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz aus dem Haus. Deswegen verstaue ich jetzt hier. Deswegen haben wir wahrscheinlich die Kiste gebaut, nicht? Deswegen verstaue ich jetzt hier einfach ein paar Sachen in der Kiste, die ich vielleicht gerne wieder hätte. Wie die Türen, das Fleisch, das andere Fleisch, die Kartoffel, den Chicken Block, die Wolle. Auf jeden Fall sollten wir die Wolle nicht verlieren. Die Weizensamen, glaube ich, sind erstmal egal. Und die Stöcke können wir auch erstmal hier reinlegen. Von den Stöcken würde ich ein paar im Inventar behalten. Moment, ich habe... Ich lege mal so 10 ins Inventar hier. So, ich würde sagen, das ist ein guter Start. Und jetzt begebe ich mich wieder raus in den freien Kampf. Monster scheinen einfach nicht nur nachtsüber da zu sein, sondern auch tagsüber. Da oben, ja, da oben, seht ihr das? Ich glaube, das ist ein Creeper. Ich könnte mich irren. Aber was war denn das für ein verrückter Wasserzombie? Also, ich weiß, dass ich mal Minecraft gespielt habe und das... Ja! Es ist überall! Okay, aber jetzt... Okay, alles gut. Er ist explodiert. Wir sind hier in Sicherheit. Ich weiß, dass ich vor Jahren mal Minecraft gespielt habe. Ist hier unten eine Mine? Oh, da können wir nachher eine Mine bauen. Jetzt habe ich erstmal ein paar Erdblöcke gesammelt. Cool. Obwohl, das war wahrscheinlich einfach der Bereich, wo der Creeper gerade explodiert ist. Egal. Was ich sagen wollte, ist, ich habe mal Minecraft gespielt. Super, super, super lange her. Und daran erinnere ich mich nicht, dass die Monster auch tagsüber da waren. Mein Bruder hat sie nämlich manchmal angeschaltet, einfach nur, um mich zu ärgern. Und dann habe ich mich immer richtig, richtig erschreckt. Und, ungefähr wie gerade eben. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie es war. Und, warum baue ich hier eigentlich Holz ab? Wir suchen Wolle. Stopp. Taktische Auszeit. Wo ist denn hier ein Schaf? Ich muss irgendwie noch herausfinden, ob man Schafe scheren kann. Ich glaube, das geht. Ansonsten können wir hier nachher ein Blümchen sammeln. Und ich glaube, da hinten ist so eine Art Dschungel, wenn ich das richtig sehe. Oh, hier ist eine richtige Mine. Wie es scheint. Die sollten wir auf jeden Fall erkunden. Die sieht ganz schön vielversprechend aus. Ich glaube, das ist eine Mine. Hier ist... sind das Pferde? Das sind Pferde. Cool. Okay, und eine Kuh. Ich suche... Oh, nein, nein, nein. Never mind. Das Cover... Das war gar keine Mine. Das hier. Das ist eine richtige Mine. Cool. Okay. Wir suchen jetzt... Da ist ein Schaf. Da ist ein Schaf. Das ist nur eine Kuh. Kein Monster. Hallo, Schäfchen. Es tut mir leid. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich deine Wolle anders kriege. Deswegen muss ich dich leider umbringen. Ich weiß. Ich weiß. Du willst es nicht. Ich will es nicht. Aber vielen Dank für deine Gaben. So, jetzt suchen wir erstmal wieder unser Haus. Ich habe ein bisschen Schiss, hier irgendwo runterzufallen. Aber cool, dass hier auf jeden Fall schon was ist. Da können wir nachher auf jeden Fall mal abchecken, was da unten so
so los ist. Ich will aber jetzt auf jeden Fall erstmal mein Bett haben, damit es nächste Nacht nicht wieder das gleiche Chaos gibt wie diese Nacht. Und ich will uns, glaube ich, allen den nervenaufreibenden Prozess des Kämpfens und Sterbens. Was ist denn das? Sind das Fische? Oh mein Gott! Seht ihr das? Da sind Tintenfische im Wasser. Und die sind auch an der Oberfläche. Ich habe noch nie Fische an der Oberfläche gesehen. Das ist so cool. Okay, neuer Plan. Hier in der Kiste, ja? Rechtsklick, richtig? Ja, rechtsklick. Ist unsere Wolle. Hier können wir jetzt ein Bett bauen. Sage ich. Nein? Warte, kann man nicht so... Ich dachte, so kann man ein Bett bauen. Ist das kein... Oh, hier ist das Recipe-Book. Bett. Oh, man baut das Bett so. Wir brauchen dreimal Wolle. Dreimal. Übertreibt ihr es da nicht ein bisschen? Liebe Entwickler des Spiels. Ich habe hier echte Probleme mit, mich hier zurechtzufinden. Also nicht mich zurechtzufinden, mehr Wolle zu finden. Wo sind denn noch mehr Schafe? Ich glaube, langsam habe ich alle Schafe abgegrast, die es so gab. Und die Möglichkeiten, die sich mir jetzt erschließen, sind eher begrenzter Natur. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Weil das können wir auf jeden Fall nächste Folge alles erkunden. Wir finden noch ein Schaf. Vielleicht google ich, wie man Schafe scheren kann. Vielleicht halten wir uns auf jeden Fall eine Schaffarm. Ich glaube, das ist Priorität Nummer 1 in meinem Gameplay, dass wir eine Schaffarm haben, damit mir sowas nicht nochmal passiert. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und ihr könnt gerne abonnieren, die Glocke drücken und bei meinem letzten Video vorbeischauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann würde ich sagen, bis morgen 13 Uhr oder bis im nächsten Video. Macht's gut!